Akrobatisch auf der einen Seite, hart umkämpft auf der anderen. Das Spiel zwischen dem HSV und den Rhein-Neckar-Löwen hatte es in sich. In der ausverkauften O2 World mühen sich die Rhein-Neckar-Löwen zum Sieg. Unnötig knapp, findet Uwe Gensheimer. Eigentlich sind wir hergekommen und wollten es zeigen, dass wir hier ausgeruht auftreten können und mit einer guten Einstellung, mit einer aggressiven Abwehr vor allen Dingen, dann den HSV unter Druck setzen können und sich dann vielleicht am Ende des Spiels die mehr Körner auszeichnen für uns, aber das haben wir von Anfang an nicht geschafft. Denn der HSV in den blauen Trikots geht nach nicht mal 15 Minuten mit 8:6 in Führung. Alexander Feld, der Youngster, 21 Jahre jung, aufgrund des Verletzungspechs in der Startsieben beim Hamburger SV. Doch die Rhein-Neckar-Löwen kämpfen sich zurück und gehen kurz vor der Pause akrobatisch mit diesem Hinterrückstor von Andy Schmid wieder mit 2 Toren in Führung, 13:11. Aber auch die Hamburger können zaubern. Kenta Mahé-Kemper ans Spiel auf Toto Janssen und der mit dem Ausgleich kurz nach dem Seitenwechsel. Und dann spielen sie sich an einen Rausch. Wieder Thorsten Janssen, 21:18. Die Chancenauswertung, der Kampfeswille, der stimmt beim HSV. Aber die Rhein-Neckar-Löwen, sie kämpfen sich zurück durch Alexander Pettersen, Wurf gewaltig, 21:21, wieder der Ausgleich. Und jetzt wird's ruppig. Pascal Hens kommt angeflogen. Alexander Pettersen mit der Hand im Gesicht. Und die Schiedsrichter, sie zögern nicht lange. Die rote Karte, harte Entscheidung, aber durchaus vertretbar, wenn man sich diese Wiederholung ansieht. Die Rhein-Neckar-Löwen jetzt also geschwächt, aber dann übernimmt Kim Ekda-Durier so richtig die Verantwortung. Erst die Führung und dann erzielt Ekda-Durier 4 Tore in Folge zur 2-Tore-Führung, 26:24, eine Minute vor dem Ende. Die letzte Chance für den HSV, Hans Lindberg, doch der scheitert an Niklas Landin, der zweifache Torschützenkönig der DKB-Handball-Bundesliga, verpasst die Chance nochmal auf ein Tor zu verkürzen. Die Rhein-Neckar-Löwen, sie gewinnen mit 26:25 und halten den Kampf um die Meisterschaft weiter offen, bleiben dran am THW Kiel. Und Uwe Gensheimer, der weiß natürlich, wer der X-Faktor in diesem Spiel war. Ja, ich glaube, da können wir uns ganz, ganz groß bei Kim Ekdal bedanken, der da einfach durch die Abwehrreihe sich durchgetankt hat mit einem riesen Willen und einfach glücklich, dass wir hier noch einen Sieg geholt haben. Aber auch eine starke kämpferische Leistung des HSV Handball, daran lässt sich anknüpfen.